Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo wir auf der Suche nach wie auch immer sind. Ich habe seinen Namen bedauerlicherweise vergessen. Ich darf noch ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch machen. Ja, dass wir uns überhaupt gerade auf dieser Quest befinden und an welcher Stelle wir hier Stopp gemacht hatten, das ist mir ehrlich gesagt auch gerade eben erst wieder bewusst geworden, als ich den Spielstand geladen habe. Denn ich hatte jetzt ein paar Wochen Urlaub und hatte da ordentlich vorproduziert und habe mich dementsprechend schon so einige Zeit nicht mit diesem Spiel hier beschäftigt. Und hat er so ein bisschen verdrängt. Was wir hier gerade so gemacht haben. Ein Felstroll. Oha. Hi. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Ernsthaft? Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann, Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock. Schuhe machen. Schuhe? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Na dann. Bis dann. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Ey. Hier lauf ich. Ja, dass das mal klar ist. Ja, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte. Ich habe jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen gearbeitet. Und der ein oder andere von euch, der weiß ja wahrscheinlich, dass ich im Nachtdienst tätig bin. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich gerade frisch vorm Nachtdienst komme. Also ich habe vor etwa einer Stunde habe ich Feierabend gemacht. Dementsprechend vielleicht ein bisschen Schlafdefizit habe. Ich weiß nicht, ob sich das hier im Rahmen der Folge irgendwie bemerkbar machen wird. Aber ich hatte nicht wirklich eine andere Wahl, weil ich brauche die Folge heute. Deswegen muss ich die jetzt noch aufnehmen. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich hier irgendwelche Sachen nicht peile oder nicht gerallt kriege oder irgendwie sowas in der Art. Das schiebe ich dann einfach auf den Schlafmangel. Das wollte ich nur einmal gesagt haben. Ich dachte ernsthaft, ich hätte die Fackel ausgerüstet. So. Weil ab und zu muss man sich auch mal rechtfertigen für den Dummsinn, den man hier so fabriziert. Und wenn ich schon mal eine Entschuldigung habe, ich meine, normalerweise kauft mir das ja keiner ab. Aber heute habe ich ja tatsächlich mal eine Erklärung. Das ist nicht so gut hier. Das ist nicht so schön. Wir müssen uns jetzt aber nicht ernsthaft mit zwei Trollen gleichzeitig auseinandersetzen, oder? Ich hoffe, die sind nicht prinzipiell feindselig. Du
Was zur... Ich will da gar nicht eingreifen. Verfluchter Mistkerl. Und nicht doof. Oktaler. Oktaler. Und du, Schuster. Schuhe machen. Nicht leben. Ich meine, das war tatsächlich der erste Gedanke, als ich gehört habe, wie der redet, aber Taler? Ja, ein altes Haus. Da ist noch irgendwas. Das ist, glaube ich, der andere Troll, oder? Hallo, Jungs. Störe ich? Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluch beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sollen? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Bissen. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr, übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und Schuhe machen. Sehr schön. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt, Taler nicht gehen, Taler Schuhe machen. Aber ich brauche ihn. Taler hierbleiben. Du Schuhe haben. Ock Schuhe nicht haben. Bock nicht haben. Bock nicht haben. Taler Schuhe machen. Taler los. Sehr schöne Reaktion. Wie wäre es denn mit... Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen. Um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Hä? Ich liebe Trolle. Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Bock für und Rock für? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichter. Hm. Taler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Schon mal an Kinder? Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist. Zünd dich gleich an hier. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen. So viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das, als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Taler findest du nirgends im Norden.
Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Weiteren Spion. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert auf der Sohle herum und die Leute reden. Meistens nur Müll. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich hab mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Na dann. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Raduvit ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Das will ich doch hoffen. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Und nun? Bleibt der jetzt hier? Gewinnt ein Spiel gegen Thala. Ja, klar, warum nicht? Aber erstmal. Das ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Leber Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Gut, spielen wir. Aber denk dran, ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Ich bin mal gespannt, was der genialste Spion, den wir im Rahmen dieser Geschichte kennengelernt haben, so drauf hat. Monster? Nein. Monster werden hier nicht gespielt. Nehmen die nördlichen Königreiche, weil ich vermute mal, dass das Thaler ein relativ starkes Deck hat. Dementsprechend hätte ich halt auch ganz gerne ein relativ starkes Deck. Und ich finde es interessant, dass er ausgerechnet ein Skoyatell-Deck benutzt. Und bedenkt, was in der Vergangenheit so passiert ist. Das ist auch eine interessante Allianz, ne? Roche, Dijkstra und Thaler. Ja, wir haben Thaler, Geheimdienstchef
von Temerien, wir haben Roche, Sonderagent von Temerien, und dann haben wir Dijkstra, Geheimdienstchef von Redanien, ehemaliger Vertrauter von niemand Geringerem als König Radovid höchstpersönlich. So, was haben wir denn hier im Angebot? Das kann man eigentlich so nehmen, aber... Ach, fick doch die Henne. Na gut, mir wäre ein Spion natürlich lieber gewesen, aber das sollte wohl nicht sein. Es ist ja nur ein bisschen aufpassen mit unserer Verbrennenkarte, ne? Das war der, die können sich ja auch gegen uns richten, wenn wir Mist bauen. Ach, ich hab gerade es wahrgenommen, wir haben ja Yennefer auf der Hand, das ist ja zumindest etwas. Ja, okay, das war jetzt ein Frechen. Boah, ihr setzt aber auch... Er setzt alles dran, uns hier in der ersten Runde schon auszuboten, ne? Das ist natürlich unschön. Das ist eigentlich beides. Nee, das ist, das eine ist eine Balliste. Und das andere ist eine Balliste. Naja, gut, dann. Komm, Spiel. Da. Zack. Ab. Ich will einfach nur, dass er noch ein, zwei Dinger spielt. Eine 10er-Karte verbrennen. Oder mein gutes Wetter ausspielen. Das war wahrscheinlich ein Fehler, das jetzt in der Runde schon zu machen. Es kommt wahrscheinlich die nächste Wetterkarte. Ja, aber natürlich kommt jetzt gleich die nächste Wetterkarte. Er provoziert. Merkt ihr, wie er provoziert? Der legt's drauf an, der dumme Sack. Ja gut, dann komm. Scheiß drauf. Das hat er wieder überholt. Das Blöde ist halt, dass der noch 4 Karten hat, ne? Jetzt sind hier alle Register gezogen. Dass ich mich hier in der ersten Runde schon so auspowere, ne? Das ist eigentlich total bescheuert. Verlass mich so ein bisschen darauf, dass ich ja noch einmal das Horn des Kommandanten habe und mit Yennefer natürlich eine von den Karten nochmal wiederholen kann. Und wir haben natürlich aufgrund unserer Fraktionseigenschaft jetzt auch nochmal eine Karte gezogen. Das ist ja auch ganz gut. Vor allem die Karte, die wir gezogen haben, ist ganz gut. Davon haben wir nämlich in unserem Friedhof noch eine liegen. Dann können wir das Ganze verdoppeln. Und zwar tatsächlich dank unseres Horns des Kommandanten ja auch zweimal, ne? Ich spiele so ein bisschen auf Zeit jetzt. Er muss ja jetzt hier Volldampf geben. Er hat da keine Wahl mehr. Die zwei Karten, die er da noch hat, die müssen jetzt natürlich hier ordentlich was rallen. What? Oh, geil, oh geil, oh geil. Ich glaube, ich weiß, welche Karte wir kriegen. Also ich glaube, ich weiß, welche Karte wir kriegen. So, komm, letzte Karte. Zeig mir, was du da hast. Okay, das ist natürlich...
Das wäre potenziell vernichtend gewesen, wenn ich denn jetzt nicht tatsächlich noch das Horn des Kommandanten auf der Hand hätte. Das kann man nämlich nutzen, um unsere Balliste hier noch ein bisschen aufzupowern und dieses Duell zu gewinnen. Aber es ist halt schlau, so eine Wetterkarte in der Hinterhalt zu halten. Das mache ich ja normalerweise auch. Ja, das ist, gutes Wetter ist ja auch eine Wetterkarte. Und das ist ja in ganz vielen Duellen tatsächlich mehr oder weniger die letzte Karte gewesen, die ich ausgespielt habe. Und die meistens... Bei Melitelis, madiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Du spielst doch schon eine Weile. Du müsstest Spieler kennen, die gut sind. Und vor allem gute Karten haben. Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Ja, die schicken uns alle immer zu Lambert. Das heißt, wenn wir dann auf Skellige sind, werden wir den guten Lambert wohl mal zu einem kleinen Gewinnduell herausfordern müssen. Und wir haben Geralt von Riva. Der kann ja tatsächlich direkt in alle Decks. Dafür können wir jetzt auch einen rausschmeißen hier. Und zwar wahrscheinlich den Wesemir. Oder Kira Metz. Ich hau Kira raus. So, und bei den Scoia'tael können wir auch wen rausschmeißen. Wobei, bei den Scoia'tael ist das ja, die können ja ruhig eine Karte mehr haben. Das lasse ich mal so. Geralt wird die vorletzte Karte im Monsterdeck, bevor wir das dann auch mal benutzen dürfen. Das ist auch überaus interessant. So. Und im Nilfgaard-Deck. Ach ja, da haben wir ja auch Rittersporn drin. Nilfgaard hat halt viele Heldeneinheiten, ne? Ich bin versucht, den Feuerskorpion rauszuschmeißen. Das ist halt nur eine 5er-Einheit, ne? Bei Belagerungseinheiten haben wir hier relativ wenige drin. Aber bei Nilfgaard ist der Fokus so ein bisschen Helden. Das passt schon. So, okay. Unabhängig davon, was wollten wir jetzt eigentlich? Stufe 19 sind wir. Das heißt, wir könnten theoretisch die Quest Meisterlicher Rüstungsschmied machen, ist aber ein bisschen unglücklich, weil wir dafür nach Skellige müssten. Auf der Fährte ist ja das gleiche in grün. Ach, genau, von Schwertern und Knödeln, das müssen wir ja... Da müssen wir uns bei Gelegenheit unser Schwert noch abholen. Wobei ich ja befürchte, dass das wahrscheinlich für Stufe 24 ist, das Schwert. Und wir es noch gar nicht benutzen können. Das wäre natürlich total doof. Grimms Zwergstadt ist auch auf Skellige, ne? Nein, anscheinend im Galgenhügel. Ah, na, warte mal. Wie kann ich was rauszoomen, ne? Leertaste, Weltkarte, da steht's doch. Wie ganz doofen. Ja, doch, wir müssen nach Skellige. Gut, damit fällt das auch flach. Was wir natürlich nochmal probieren könnten. Dann noch eine Schatzsuche, die wir machen wollten hier. Ne, hatten wir auch nicht. Was wir probieren können, ist hier zu Dijkstra und Co. zurückzukehren.
und zu gucken, ob wir die Questreihe noch weitermachen können. Komm schon, Plätze. Boah, ich habe das Gefühl, ich habe schon so ein paar kognitive Aussetzer jetzt schon drin. Ich müsste theoretisch Darksiders noch aufnehmen. Ich glaube, da lege ich es mal drauf an und mache das, wenn ich geschlafen habe. Warum reite ich jetzt in die Richtung, ich Idiot? Schauplätze. Eigentlich wollte ich zum Galgenhügel und eine Schnellreise machen. Da habe ich wieder total verkackt, ne? Aber jetzt gebietet es mir mein Stolz gerade auch so ein bisschen, weiterzumachen. Weil jetzt bin ich in die Richtung unterwegs, jetzt bleibe ich auch dabei, in die Richtung unterwegs zu sein. Es tut mir ja leid, weil das wahrscheinlich bedeutet, dass wir in der heutigen Folge nicht mehr großartig irgendwas machen, aber das ist vielleicht tatsächlich auch nicht das Verkehrteste, was mir in meinem aktuellen Zustand passieren kann. Unter Schlafmangel operiere ich nicht sehr gut. Yay. Das hat jetzt recht lange gedauert, bis mein Gehirn das verarbeitet hat. Dass ich da vielleicht noch rüberklettern sollte. Ich sag's ja, ich sollte echt mal schlafen. Ja, dann mach doch einfach. Meine Güte, du nervst. Ja, ich weiß. Aber nee, die 3 bis 5 Minuten, die halte ich jetzt noch durch. Ich renne ja sogar schon querfeldein hier. Ich könnte natürlich auch plötzlich einfach wieder zurückrufen jetzt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, eh bald in der Stadt, ne? Wobei, so ein bisschen was ist das schon noch, ne? So ein Mist. Jetzt müssten wir bald an die Stadttore kommen. Oh Leute, ich bin auch schon richtig gespannt auf Skellige dann. Weil das ist dann mal was, das ist so ein völlig neues Setting, Areal dann nochmal für unsere Abenteuer hier, weil ich meine, ja, Novigrad und Velen sind ja ganz cool und sind auch ziemlich cool dargestellt. Aber sagen wir mal ehrlich, Novigrad so als große Stadt ist zwar ganz cool, erinnert aber doch auch so ein bisschen an Vizima aus dem ersten Teil. Und Velen ist zwar auch ganz cool, erinnert aber auch so ein bisschen an, ja, an so Areale wie den Sumpf aus dem ersten Teil. Oder dieses, da hoch müssen wir, ne? Dieses, ich habe vergessen, wie es hieß, dieses Örtchen, wo wir den Dagon-Kult unter anderem auch zerschlagen haben. Oder die Areale aus Flotsam zum Beispiel, aus The Witcher 2. So. Guten Tag. Raben müssen flink mit der Zunge sein. Hexer flink mit dem Schwert. Alles Bestes. Aber Skellige, also nach dem, was ich über Skellige weiß aus den Büchern. Ist das halt nochmal so was ganz anderes, ne? Ich habe eine Idee, die mir das Ganze ein bisschen erleichtert. So, in diesem Gasthaus, wo wir hin müssen, findet doch das Gewinnturnier statt. Und das habe ich als Nebenquest gespeichert. Und laufe dann doch ganz woanders lang, als das Spiel es mir vorschlägt. Wir sind niemandem im Weg.
belästigen niemanden. Ihr belästigt mich. Verschwindet oder wir jagen euch ein paar Bolzen mit. Ah, jetzt sind wir gleich da. Hi. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Also bis dann. Offenbar wollte ich nicht zu dir. Ich wollte... Noch eine Bestie, dann gebe ich dir den Schlüssel zur Stadt. Ich bin der Cat. Ich hab vergessen, wo das war. Du wirst in Novigrad nicht viel zu tun finden. Ich bin schick, mein Prügel. Schiete, ich hab vergessen, wo das war. Ich musste doch mit irgendwem. Danke. Ich musste mit irgendwem musste ich reden. Du würdest echt irre. Das war nicht Narzissa. Das war auch nicht Viola. Das ist wahrscheinlich die hier oben, wa? Die Schwarzen? Redania? Hauptsache sie bezahlen und schlagen. Wo waren das? Okay, da habe ich mich gerade ein bisschen verarscht gefühlt. Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber benimm dich. Scheiße, ist das doof gerade. Oh, der ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Also ich bin doof gerade, habe ich das Gefühl. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Nee, mit dem will ich nicht reden. War das überhaupt hier? Doch, das war hier, ne? Nicht schon wieder, Kopfweh. Die Bäder sind in Silber. Mann, ich kann dir einen Besuch machen. Mir die Birne. Hier war das hinter, meine ich. Bleib gesund. Vielleicht aber auch nicht. Scheiße, ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich einfach die Folge beenden. Und einfach mal nachgucken, wo ich hier eigentlich hin muss. Wobei die Minimap ja auch mehr oder weniger sagt, ja, im Moment gibt es hier keine Quest für dich zu holen, Hexer. Was bedeuten würde, dass wir uns zwecks oder mangels anderer Quests oder Tätigkeiten dann jetzt tatsächlich mal wieder der Hauptquest zuwenden würden. Und zwar in der nächsten Folge von The Witcher. Und diese letzten Minuten, die waren gerade so eine absolute Katastrophe, die mir wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn ich hier nicht schon halb im Sitzen einschlafen würde. Ja, er hat schon wieder eine Ausrede. Mein Gott, halt doch einfach die Klappe und beende die Folge. Ja, war ja schon. Bis dann. Ciao.